Assalamu alaikum und hallo allerseits. Leider sind die Muslime noch lange nicht einheitlich genug und sie halten nicht genug zusammen, als sie in solch einer Zeit sollten. Genau das ist auch der Grund, warum die Gegner des Islam es so einfach haben, dem Islam zu schaden und ihn zu beschädigen. Wenn Muslime eine Einheit bilden, dann werden sich auch die Gegebenheiten der Muslime auf der ganzen Welt ändern. Einheit ist keine Option, es ist eine Verpflichtung. Eine der fünf Glaubenswurzeln des Islam ist Tawhid, die Einheit Gottes, aus der der Einheitsgedanke auch stammt. Gestern wurde das IZH verboten und nicht nur das, es wurden alle iranisch geprägten großen Moscheen in Deutschland verboten. Das größte schiitische Zentrum Europas wird verboten und Faeser behauptet, dass die friedliche schiitische Glaubens- und Religionsausübung ausdrücklich nicht von unserem Verbot betroffen ist. Wie reagieren Muslime darauf? Wo ist die Stimme von 5 Millionen Muslimen, die mit lauter und klarer Stimme dagegen vorgehen? Deutlich machen, dass die Schließung des größten islamischen Zentrums Europas sehr wohl die Muslime daran hindert, ihren Glauben und ihre Religion auszuüben. Das ist die Einschränkung der Religionsfreiheit. Wo ist die einheitliche Stimme der 5 Millionen Muslime, die eine Aufhebung eines solch dreisten Verbotes fordert und gleichzeitig die freie Glaubensausübung der Muslime in Deutschland fordert? Denn das ist in Deutschland ganz und gar nicht mehr der Fall. Ganz im Gegenteil. Die Muslime werden in ihren Rechten und ihrer Religion immer weiter eingeschränkt und die Medien säen Hass gegen die Muslime. Und die Ernte ist offensichtlich. Eine Razzia nach der anderen. Seit nunmehr Jahren werden die Muslime und ihre Vereine überwacht, untersucht und erniedrigt. Und letztlich schließen sie einen Verein nach dem anderen. Wo ist die einheitliche Stimme der Muslime, die solch ein gewaltvolles Eindringen in ihre Häuser und ihre Privatsphäre nicht duldet? Wo sind die 5 Millionen Muslime? Und damit inshallah bis bald. Tschüss und salamu alaikum.